Hi Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part Enshrouded mit mir. Der Überraschungspart gestern ist ja richtig cool bei euch angekommen. Freut mich auf jeden Fall, wenn euch der gefallen hat. Und wir machen gleich weiter und wir legen richtig los. Jetzt wird sich hier sowas von ins Zeug gelegt. Und deswegen kommt jetzt auch diese Woche fast jeden Tag ein weiterer Part Enshrouded. Also ich laber nicht mehr länger, wir schauen ins Spiel. Im letzten Part haben wir ja diesen Donnerwüstling, ich glaube, er heißt so, zu Fall gebracht und die erste Miasma-Wurzel zerstört. Ich habe dann auch natürlich die Fähigkeitspunkte bekommen und habe sie schon investiert. Und was wir heute jetzt machen, ich möchte hier Metallschrott sammeln, damit ich den Greifhaken machen kann, damit wir dann wieder sofort auf Achse gehen können. Und dass die da immer auf diese Dinge aber auch drauflatschen muss. Mach's kaputt. Ja, genau so. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht geguckt, wie viel Metallschrott ich brauche. Aber egal. Jetzt gucken wir mal, sind hier zufällig wieder Pfeile dran? Ah, nice. Das ist richtig cool. Sind zwar nur diese Schrottpfeile, ich glaube, die Feuersteinpfeile sind etwas besser. Aber haben oder nicht haben. Dann können wir hier nämlich auch gleich noch ein bisschen Wasser mitnehmen, wenn wir eh schon mal da sind. Und was haben wir noch gebraucht? Miasmasporen, das glaube ich war das andere. Müssen wir mal gucken, ob wir davon dann schon genug gesammelt haben. Mach's kaputt. So. Na endlich. Gut. Ah, da ist wieder unser berühmtes Hasi. Und hier können wir wieder die Baumstämme sammeln. Und die Kiste öffnen. Bandage und Holzpfeil. Wunderbar. Alles, was ich looten kann, muss ich nicht selber herstellen. Und das macht es mir natürlich einfacher. Ach ja, übrigens nochmal wegen dem Lagerfeuer. Jemand hatte geschrieben, dass ich im Laufe des Spiels dann auch was anderes habe. Und dass ich nicht vergessen darf, dass ich mich dann auch immer ausruhe, beziehungsweise mir diesen Ausgeruht-Bonus hole, den ich jetzt auch habe, aber anscheinend nicht so viel. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall bin ich da echt gespannt, was es dann ist, was ich da noch bekommen werde. Das haben wir schon gelesen. Wie viel Metallschrott haben wir denn jetzt? 3. Ich glaube, wir brauchen 6. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich das am besten sonst noch herkriegen könnte. Also wenn ihr einen Tipp habt, wo ich Metallschrott noch besser farmen kann, dann haut gerne damit raus. Ja, los, geht kaputt. Ah, der hat uns... Ah ja, hier ist auch viel Metallschrott gewesen. Okay, nice. So, und das ist wieder das Fass, was nicht kaputt geht. Von unten. Aber ich möchte, dass es kaputt geht. Hallo? So, das hat uns jetzt leider keinen Metallschrott gebracht, aber das macht... Die 6 müssten wir haben, ja. Oder waren es 8? Ich bin mir nicht sicher. Machen wir noch ein bisschen mehr kaputt. Sicher ist sicher. Ist auch voll zu zerstören. Okay, hier war jetzt aber nichts mehr dabei. Dann gehen wir mal. Wo war denn das? Man konnte doch hier irgendwo runterdüsen. Ah, ich weiß es nicht mehr. War das hier im Miasma? So. Leider keine Sporen. Was ist hier? Achso, das ist hier ja wieder der Stein, den man sammeln kann. Stand hier nicht gerade auch was? Hm.
Naja, hier. Holzscheite, ich brauch doch ein Torschrot. Easy. Die Pflanze hält mich nicht auf. Fackel. Ach stimmt, dafür brauchen wir einen Dietrich. Das ist jetzt blöder. Wenn ich jetzt einen Dietrich mache, habe ich wieder weniger Metallschrott. Belastende Sache. Ganz schön doof. Dann gehen wir jetzt kurz nach Hause, nachdem wir den da erledigt haben. Und gucken mal, ob es vielleicht nicht doch schon irgendwie ausreicht mit dem Metallschrott. Was haben wir eigentlich hier für ein Ding? Einfach nur eine Ruine, hier ist sonst nichts, oder? Wo wohnen wir da hinten? Let's go, let's go. Hui. So, da la. Vielleicht habe ich ja auch noch was in den Kisten. Nope. Und nope. Okay. Also, ich hoffe, es waren 6 Stück. Ja, es waren sogar nur 4. Okay, cool. Dann brauche ich nur noch die Miasma-Sporen. Die habe ich, glaube ich, hier rein, oder? Nee, natürlich nicht. Hier. Und dann können wir uns den Greifhaken machen. Nice Scheiße. Cool. Okay. Jetzt haben wir den Greifhaken. Und jetzt können wir ja quasi diese anderen beiden Quests machen. Die Warten und den Flammenaltar verbessern. Was brauchen wir denn, um ihn zu verbessern? Müssen wir ihn jetzt aufwerten oder stärken? Muss jetzt noch mal kurz gucken. Um die Flamme zu stärken. Okay. Also das hier. Tierfell, Funken, Miasmaflüssigkeit, Knochenpilze und Harz. Ich hoffe, ich erinnere mich dann auch noch dran, wenn wir losdüsen. Okay, also. Hier waren wir das letzte Mal und haben diese Wurzel geklärt. Dann, hier waren wir auch schon, da haben wir den Schmied geholt. Was ist denn das hier? Schmiedewaffen oder Rüstung? Ich setze mir das jetzt mal als Wegpunkt und dann gucken wir mal, was sich dort befindet. Aber zuvor, natürlich, machen wir hier unser Inventar mal wieder leer. Und reparieren auch noch, oder? Nee, das hat's schon, okay. Okidoki, dann hier das da, Äste, Tierfell, die Bandage behalte ich mal. Dann ist hier auch schon wieder voll. Das kann da weg, den müssen wir ausrüsten und das kann auch weg. Okay, nee, ich denke, dann sollte ich eigentlich alles haben. Ich bin ausgeruht mit 11 Minuten, also komplett. Sollte passen. Okidoki, dann let's go to this Wegpoint da hinten. Und den nehmen wir gleich mit, wenn wir den eh brauchen. Da ist noch einer. Da haben wir wieder einen Wolf. Und ein totes Schaf. Daneben. Das plündern wir mal, weil das Tierfell haben wir ja auch gebraucht, gell? Knochen glaube ich auch. Genau, hier ist Dings. Und wir müssen hier geradeaus. Hier sind auch mehr Pilzis. Hier sind nochmal Bären, die können nie schaden. Und dann hier lang, oder wie? Okay, was haben wir denn da? Äste, Garn, Holzscheite und Wasser nehmen wir mit. Da ist eine Leiter.
nicht so. Uah. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ach so, das ist dieses Greifhaken-Ding. Und da ist auch noch eins. Ah, ich verstehe. Damit muss ich dann quasi hier rüber und dann komme ich da hoch. Ist ja interessant. Aber, ups, ich habe hier die Leiter gesehen. Deswegen wollte ich erstmal hier hoch und siehe da, hier ist eine Kiste. Sie hat Bandagen. Nehmen wir. Und einen Heiltrank. Auch nicht schlecht. Ich meine, momentan geht es noch mit dem Kämpfen. Es war jetzt noch nicht so schlimm. Aber man weiß ja nie. Ah, das war einfach. Die machen wir wieder kaputschko. Dann gehen wir darauf. Und hier ist irgendwie so eine kleine süße Hütte. Oh, da hinten stehen zwei solche Fässer. Was haben wir hier? Ih, da sind wieder Bienen. Warum greifen die mich an? Ich habe denen nichts getan. Ich komme auch gar nicht dran. Jetzt, oder? Hallo? Seid ihr irgendwie bescheuert, oder was? Los, dann stellt euch. Ah, jetzt. Jetzt fliegen sie wieder da oben. Kann ich die auch hier mit treffen? Aber vielleicht ups, mit dem Holzpfeil? Ah ja. Macht zwar nicht so viel, aber dann gehen sie mir wenigstens nicht so auf den Sack. So. Und dank der Bienen können wir uns jetzt erstmal wieder heilen. Okay. Wir waren hier stehen geblieben. Hier sind end viele von diesen roten Dingern. Also wenn jetzt eins hier stehen würde, hätte ich gesagt, ich gehe mal hin und versuch's. Aber hier stehen ja übelst viele. Hm. Was passiert denn, wenn ich die anschieße? Aha. Oha, das reißt ja voll das... Oh. Cool. Meisterhafter Streitkolben. Nehmen wir. B, nicht G. Der macht 21 Schaden. Das tauschen wir doch instant mal aus. Warte mal, das hat 14, das hat 17. Dann tauschen wir das auch aus. Ich weiß jetzt nicht, ist zwar episch, aber ich weiß nicht, ob ich das noch in irgendeiner Form brauche. Deswegen lösche ich es. Was ist hier? Wachs. Okay. Hier können wir irgendwas durchsuchen. Dann will ich jetzt aber die anderen auch weg. Hier alles zerlegt, gell? Egal, dann kann man besser sammeln. Ist hier irgendwas? Ich meine, es ist jetzt nur Holz, aber wer weiß, irgendwann brauchen wir es wahrscheinlich. Düsen wir mal da hoch. Oh, hier war auch wieder so ein Ding. Ach nee, das ist ja so eine... Ich hasse Zweihandwaffen, ernsthaft. Vorsicht mit der Lieferung. Argon, sei vorsichtig mit dieser neuen Lieferung aus dem Tal. Der Händler sagte, sie sei hochempfindlich. Offenbar explodiert der Sprengstoff, wenn man leichtsinnig damit umgeht. Wer hätte das gedacht? Wie auch immer, ich habe viel Geld dafür bezahlt. Mach hier keine Faxen. Ich kann es mir nicht leisten, noch ein Loch in der Wand zu reparieren. Ups. Und wir haben jetzt hier alles kaputt gemacht. Ein Heiltrank. Kaputt. Ach ja. Okay. Gibt es denn hier sonst noch irgendwas? Was war jetzt hier? Achso, das war das Ding zum Lesen. Hm, was haben wir denn hier hinten? Da liegt ein Toter. Da liegt auch noch was. Ach, hier ist auch noch ein Fass. Oh, und da liegt auch was drinnen. Ach ja, diese Schwarzpulverkugeln, gell? Was haben wir denn hier? Feuerstein. Okay, Feuerstein habe ich aber auch vor der Tür. Was ist das? Ah. Ah, cool, da kommt Dings raus. Pflanzenfaser. Nehmen wir mit, nehmen wir mit.
Dann zerstören wir das andere auch noch. Und ich zerstöre eher hier die Dinger wie dieses blöde Kackteil hier. Jetzt. So, jetzt müssten wir aber, glaube ich, hier alles haben. Schauen wir uns nochmal um. Was war jetzt hier noch? Ach, der Stein. Okay. Dann waren wir jetzt... okay, das war also nicht das, wo wir hin müssen. Dann düsen wir weiter in die Richtung. Hier ist wieder ein Pilz. Und noch einer. War das das Ding, wo wir den Schmied geholt haben? Da hinten sehe ich Wölfe, aber ich glaube, an denen komme ich nicht vorbei. Oder? Moment, ich muss... Muss ich jetzt in die Richtung? Ich glaube, ich muss in die Richtung. Und nein, es wird dunkel, ich möchte das nicht. Hä? Muss ich da runter? Tatsächlich, das muss irgendwo da hinten sein. Das Ding da unten, oder was? Nee, das kann ja gar nicht sein. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ist es das Ding da unten oder das Ding da oben? Schauen wir mal nochmal auf die Karte. Genau, das Ding da oben war tatsächlich das, wo der Schmied ist. Also kann es ja nur hier unten sein. Okay, ich werde jetzt mal mit diesem... kann ich nicht wieder hochsteigen? Oh oh. Nicht, dass jetzt hier tausende Gegner sind. Ich laufe mal ganz schnell weg. Nur so zur Sicherheit. Ah ja, da kommt mir nämlich schon einer hinterher. Aber das war nur so ein Köter. Der ist nicht so schwer. Rotfels. Okay, was müssen wir denn jetzt in Rotfels tun? Ich habe, glaube ich, keine Quest, die mit Rotfels zu tun hat. Naja, egal. Wenn wir schon mal da sind, dann schauen wir jetzt auch hier rein. Hier ist auf jeden Fall schon mal was. Okay, kennen wir alles schon. Oh. Wie, was macht er denn für Sachen? Da ist noch so einer. Komm her. Oh, und noch einer. Schnell mal lieber weg. Nee, nee. So läuft das nicht. Ja, komm. So, und dann dich hier. Aua. Das hat etwas wehgetan. Kurz mal einen Heiltrank reinpuffern. Hör auf zu blocken, weil sonst fliegen wir von hinten. Na gut. Okidoki. Schnell alles einsammeln. So. Gehe ich jetzt rechts oder links lang? Ich glaube, ich gehe zuerst links lang. Ich bin mal gespannt, was es jetzt hier so geben soll, wenn das schon extra so auf der Karte eingezeichnet ist. Ah, eine Truhe. Mit einer explosiven Schwarzpulver-Quelle. Was ist das hier? Mysteriöses Fläschle. Hier haben wir noch eins davon und hier können wir wieder was lesen. Das Elixier, eine Flut des Elends.
Ich begreife die Formel nicht ganz. Sie ist raffiniert, jenseits aller Vorstellungskraft. Es überrascht mich nicht, dass der Ursprung dieses Rezepts nicht von dieser Welt ist. Hergestellt aus dem Fleisch dieser winzigen, zarten Pilze, die tief unter der Erde wachsen. Es verleiht Macht. Doch nur ein kurzer Blick auf dieses Fläschchen erfüllt mein Herz mit Sorgen. Dies wird niemals ein Heilmittel sein. Es wird immer eine Waffe sein. Vielleicht wollten die Erbauer es aus einem bestimmten Grund verstecken. Balthasar. Da ist er wieder, der gute Balthasar. Was gibt's denn jetzt hier noch so? Ich brauche Licht. Ach so. E halten, werfen. Jetzt hat. Das wurde mir nämlich auch als Tipp gegeben, dass ich doch die Waffe auf den Boden schmeißen soll, um genug Licht zu haben, wenn so eine Situation wieder vorkommt. So, jetzt habe ich sie wieder aufgehoben. Aber wir sind eh hier fertig. Was ist das hier? Nix. Hier kann man wieder Holz looten. Hier geht's in einen Keller. Interessant. Schauen wir mal, was da unten so auf uns wartet. Oh, da sind Ratten. Ah, nee. Moment. Halt. Ah, One-Shot wollte ich sagen. Plündern, Fellfetzen. Ist da noch eine oder war das die einzigste? Da ist noch eine. Ne. Komm schon, liebe Kämpfer, im Dunkeln. So. Easy peasy. Was ist das? Das sind die alten Bücher, die nehmen wir mit. Scheinen ja anscheinend noch wichtig zu sein. Hier ist eine Kiste. Wieder mit so einer blöden Schwarzpulverkugel. Die Ratte plündern wir. Und das hier auch. Was ist hier noch? Metallschrott ist nie verkehrt. So. Ist da gerade einer gelaufen oder habe ich mich jetzt getäuscht? Never mind. Metallschrott. Hier liegt auch noch was. Und dann sind wir quasi wieder hier am Feuer. Dann gehen wir jetzt hier lang. Moment, war ich jetzt... Doch, hier war ich jetzt schon, genau. Was haben wir denn hier hinten? Ein Brunnen. Aber ich glaube, Wasser brauche ich nicht. Apropos Wasser, ich habe natürlich mal wieder vergessen zu essen. So, damit mich auch keiner schimpft. Was war denn das jetzt? Junge. So hässlich. Plötzlich macht's pschu. Nein. Das erste Mal gestorben. Und ich bin wieder zu Hause. Das heißt, ich muss jetzt wieder dahin laufen. Das ist ja Pain. Was war denn das jetzt, Mann? Unmöglich. Egal, so konnte ich wenigstens meine Gegenstände reparieren. Und es ist dunkel noch, okay. Gehen wir mal kurz in die Haie. Und dann werden wir uns auf jeden Fall kurz auch heilen. So. Ausgeruht sind wir voll. Dann gehen wir wieder dahin zurück, was auch immer das jetzt war. Aber... ich würde gerne wissen, welche Quest es ist, die ich da machen muss. Oder ist es keine Quest, sondern einfach halt nur irgendwas? Hier hinten ist nämlich auch was. Okay. Dann, let's go this way. Wolf ist nicht da. Oder bin ich jetzt falsch gelaufen? Nee.
Wir sind ja da lang gedüst. Oh, und meine ganzen Buffs sind weg übrigens. Ich gerade sehe. Dann machen wir das Ganze nochmal und essen was. Und trinken. So. Einmal auf die Tür. Und dann einmal da lang. Und jetzt muss ich die Ausdauer auskurieren. Sonst kann ich nicht hochklettern. So, ich glaube, das sollte reichen. Genau, hier waren wir schon. Das können wir also kurz mal ignorieren. Was hast du jetzt da zu suchen? Unmöglich. Dann düsen wir weiter nach dort. Das war ja hier unten irgendwo, gell? Ja, genau. Ist da eine Höhle? Die Bienen. Schöne. Ich will jetzt mal kurz dahin. Das sieht mir nämlich aus wie eine Höhle. Folgen die mir? Nee, glaub nicht. Da kommen wir wieder hoch, oder? Ist hier noch irgendwas? Feuerstein. Naja, ich will ja aber nicht hoch. Ist hier hinten noch irgendwas? Nö. Okay. Lass mal da durchgehen. Machen wir das kaputt. Metallschrott, coole Sache. Ja, nee, ich glaube... Oh nein! Ach, das war blöd. Ich gehe aber... Nee, von da kann ich, glaube ich, nicht gehen. Ich wollte jetzt einfach mal außen rum düsen. Also, wo war denn das jetzt, wo wir gestorben sind? Hier hinten. Aber hier kann man was plündern. Was war das jetzt, warum ich hier gestorben bin? Irgendwas, was explodiert. Sonst wäre hier nicht so ein fettes Loch. Und da hinten habe ich auch wieder so ein Hiopai gesehen. Und irgendwer schießt auf mich. Was soll denn das? Komm schon, wo bist du? Ih, da bist du. Tschüss. Eingesperrt, blöde Sau. Ah, cool, man kann dich auch durch die Tür bekämpfen. Oder auch nicht. Komm, wir verbinden uns und dann lassen wir sie mal raus. Na komm, gut, gut, gut. Muss schon treffen. Tja, ist wohl nicht so gut gelaufen. Und wen haben wir hier? Ahnung, man hat irgendwie so ein Ding in der Hand. Sieht aus wie eine Bazooka. Ah, ist schon tot. Gut. Oh, no. Nicht die Tür zu. Ich will dich plündern. So. Kann ich jetzt hier wieder meinem Plünderzug nachgehen? Meinem Plünderzug. Ich meinte natürlich Raubzug. Alles aufsammeln. Da ist auch noch mal so ein Blödmann. Ich flüchte jetzt mal kurz hier rauf. Ah, hier ist eine Kiste. Mit Schwarzpulverkugeln. Ich weiß nicht, für was die gut sein sollen. Die können wir auch pennen. Aber für irgendwas werde ich sie sicher gebrauchen können. Ich brauche mal wieder die Fackel. Oh, hallo. Ah nee, ich will nicht den Zweihänder... Kommst du da nicht raus, oder was? Fackel, danke. Einmal durchsuchen, Hans. Und dich tun wir plündern. Der hat auch einen Metallschrott dabei. Und hier haben wir wieder so eine blöde Kugel.
Hier ist noch Wasser. Und hier. Ach, da kann man die Ausrüstung reparieren. Das ist auch cool. Gut. Also, da waren wir jetzt hier im Keller. Da oben waren wir auch. Hier ist der Blödmann. Da muss ich kurz die Waffe wechseln. So, und zur Strafe, dass die mich jetzt irgendwie hochgejagt haben, jag ich die jetzt auch. So. So schaut's nämlich aus. Ich lass mich doch hier nicht verarschen. Wow, was für ein tiefes Loch. Da hinten sind auch noch mal zwei. Komm schon, die machen wir auch noch weg. Einfach so zur Gaudi. Dann sammeln wir das ganze Zeug hier ein. So. Was geht hier? Teer gesammelt. Oder war das mal wieder ein Lagerfeuer? Also man kriegt echt schon viel Zeug hier immer aus diesen Dingern. Die Falle kenne ich, aber die ist nicht aktiv. So, was haben wir hier alles? Okay, ja. War es das jetzt hier, oder? Ich gehe jetzt mal da hinten lang. Da scheint es auch noch hoch zu gehen. Also was Besonderes habe ich es jetzt hier noch nicht gesehen. Zwiebel dich weg. Der hat eine provisorische Sense verloren. Und da kann man sich hochdingsteln. Also verschaffen wir uns mal einen Überblick, was jetzt hier noch so ist. Da hinten ist ein Haus. Dort ist so eine Ruine. Da unten waren wir und da unten rennt einer rum. Nein, ich will doch... Treffe ich den nicht von hier? Ah, das ist ja doof. Dann gehen wir runter. Komm her. Tut mir leid. So, lesen. Ein kalter Empfang. Wir sind in Rotfels angekommen, endlich raus aus den verhüllten Ländern. Die Reise über die Berge war beschwerlich. Ich hatte auf ein Feldlazarett gehofft, aber es gibt hier fast nichts. Ich muss die Dinge selbst in die Hand nehmen, wie ich es an der Front schon getan habe. Ich werde mein Lager in Hintertan aufschlagen. Na gut. Tu das mal. Jetzt wollte ich gerade sagen, oh Gott, ich höre irgendwas. Irgendwas. Tschst. Zu spät. Okay, also. Kehren wir wieder in unserer Base. Tja, nach diesem zweiten Tod heute würde ich den Part aber dann an der Stelle auch beenden. Ich hoffe, es war für euch einigermaßen unterhaltsam und auch das erste Mal, dass ich tatsächlich gestorben bin. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, von was ich jetzt gestorben bin, weil soweit ich gesehen habe, waren ja keine Fässer in der Nähe. Also falls ihr einen Tipp habt und wisst, warum es so ist, schreibt es mal in die Kommentare, joint gern unserem Discord und meinem Instagram und dann sehen wir uns im nächsten Part. Schönen Abend!